echten 3D-Sound zu Hause zu realisieren, das ist ganz einfach. Dafür gibt es zwei Arten, wie man das Ganze machen kann, mit direkt Lautsprechern an der Decke oder eben mit sogenannten Upfiring-Lautsprechern, also mit einer Reflexion über die Decke. Wo die Unterschiede sind und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Technik hat, sehen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen zu den Heimkinoraum-Video-News. Mein Name ist Christian Obermeier. Eins vorweg: Diese Lautsprecher, die wir uns heute ansehen, die verschiedenen Varianten, Einbau-Lautsprecher, Aufbau-Lautsprecher, Upfiring-Lautsprecher, die haben wir natürlich auch im Heimkinoraum in eurer Nähe. Vereinbart also gerne einen Termin, kommt uns besuchen und lasst euch bei uns beraten. Wir finden sicherlich auch für euren Raum die passende Lösung, auf Wunsch auch mit Installation. Klassischerweise hat man ein Surround-System zu Hause, also ein 5.1-System, was einen hier schon etwas einhüllt. Da gibt es noch die Erweiterung 7.1, also mit nochmal zwei Lautsprechern im rückwärtigen Bereich. Ja, aber für 3D-Sound brauchen wir natürlich eins, den Sound von oben. Wir brauchen also zusätzliche Lautsprecher, zwei oder vier Lautsprecher, die dann eben von oben den Klang abgeben. Und das bringt eigentlich erst so dieses richtig einhüllende Klangerlebnis. Ja, und dafür gibt es zwei Varianten, eben die direkte mit richtigen Lautsprechern, die an der Decke montiert werden, und die indirekte Methode mit sogenannten Upfiring-Lautsprechern, also Lautsprecher, die als Aufsatz auf einen Standlautsprecher, auf einen Regallautsprecher gestellt werden können und die dann eben den Klang über die Decke reflektieren und ja entsprechend auch ein 3D-Klangerlebnis bringen. 3D-Sound wie Dolby Atmos oder DTS:X kann man jeweils mit zwei oder mit vier Decken bzw. Höhenlautsprechern umsetzen. Die Empfehlung ist definitiv vier. Mit vier Lautsprechern, Höhenlautsprechern, bekommt man einfach hier dieses maximale Klangerlebnis. Kommen wir aber zunächst mal zur Installation. Wenn wir uns hier die Deckenlautsprecher anschauen, also die installierten Deckenlautsprecher, ja, da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zum einen natürlich Aufbaulautsprecher, also das können kleine Satellitenlautsprecher sein oder auch größere Regallautsprecher. Die sind dann oft nicht in jedem Raum wirklich hübsch. Manchmal, je nach Raumgeometrie, können die auch stören, weil sie mitten im Raum hängen müssen und dann müssen dann natürlich auch Kabel entsprechend verlegt werden. Schöner ist hier eine sogenannte Einbauvariante. Wer also eine abgehängte Decke hat, der kann sich glücklich schätzen. Aber das ist nämlich auch eine von uns eigentlich die Lieblingsvariante, dass wir die Lautsprecher für unsere Kunden in die Decke einbauen. Dann verschwinden die nämlich komplett unsichtbar und man hat ja entsprechend die maximale Klangqualität mit einem richtigen Lautsprecher an der Decke. Die Installation bei den Aufsatzlautsprechern, also bei den Upfiring-Lautsprechern, die ist viel, viel leichter, weil dieser Aufsatz kommt dann entsprechend auf die Frontlautsprecher und oder auf die Surround-Lautsprecher eben obendrauf. Die Kabelführung ist die gleiche, weil ich muss ja sowieso mit dem Lautsprecher mit dem Lautsprecherkabel zu jedem Lautsprecher. Also dann habe ich halt zwei Lautsprecherkabel, einen für den Aufsatz, einen für den normalen Lautsprecher. Und that's it. Am Ende des Tages kommt es natürlich auf eins an, auf den Klang. Bei den fest installierten Deckenlautsprechern, egal ob das jetzt Deckeneinbau oder Aufbau ist, hat man tendenziell einfach mehr Präzision, mehr Ortbarkeit. Das heißt, die Objekte, die sich im Raum bewegen, wenn ich mir so einen Film anschaue, kann man das auch toll hören, die sind einfach sehr klar ortbar. Natürlich gibt es hier auch wieder Unterschiede in der Lautsprecherqualität per se. Das heißt, einfache Lautsprecher, sehr aufwendige, bessere Lautsprecher. Aber tendenziell ist es schon so, dass man einfach die bewegten Objekte im Raum besser orten kann. Wenn also Thor seinen Hammer von links hinten über meinen Kopf drüber nach rechts schmeißt, dann kann ich das ganz sauber hören. Bei den Aufsatzlautsprechern, also bei den Upfiring-Lautsprechern, da, Überraschung, gibt es riesen Unterschiede. Da ist es eher andersrum. Tendenziell ist da die Ortbarkeit eigentlich genau das, was auf der Strecke bleibt. Diese Lautsprecher, die haben ja einen Hochtöner, der nach oben strahlt und der in einem gewissen Winkel einfach über die Decke nach unten reflektiert. Je tiefer die Frequenzen sind, desto breiter strahlen die natürlich auch ab. Das heißt, man kann also nur einen kleinen Frequenzbereich
wirklich sauber reflektieren und somit leidet natürlich die Ortbarkeit. Ja, man hat einen Höheneffekt, ganz klar. Wenn der Regen prasselt, dann kann man oben auch die Blätter im Regenwald hören, wie da die Tropfen runterprasseln. Das kann man hören, aber man hat nicht mehr diese saubere Ortbarkeit. Aber Achtung, wenn man das richtig macht, kann man hier tatsächlich noch eine Überraschung erleben. Es gibt nämlich ja Upfiring-Lautsprecher und zum Beispiel Dolby Atmos Upfiring-Lautsprecher. Und da ist tatsächlich der Unterschied im Detail. Hier als Beispiel jetzt mal, ich öffne mal so einen Lautsprecher, das ist der Monitor Audio Bronze AMS, das ist also der Aufsatzlautsprecher aus der neuen Bronze-Serie. Und der ist tatsächlich Dolby Atmos zertifiziert. Das sieht man hier an diesem Logo, was hier am Lautsprecherterminal angebracht ist. Und diese Kriterien für so eine Zertifizierung, die sind relativ stringent. Das hat mit dem gewissen Pegel zu tun, also mit der Kraft einfach, die man braucht, damit man den Sound auch an seiner Hörposition hat und mit anderen Dingen. Und so hat zum Beispiel auch dieser Hochtöner hier, so ein Waveguide, der ist also hier in so einer Röhre nach hinten versetzt, um den Klang zu bündeln und dann wirklich gezielt auf die Decke zu gehen und dann von oben eben zu reflektieren. So passiert es einem nicht, wenn der jetzt hier oben ist, dass der Klang sich schon früher streut und dann zum Beispiel über die Wände oder sonst irgendwo reflektiert und ich den gar nicht von der Decke höre, da wo ich ihn eigentlich haben will. Und wenn man jetzt so einen guten Lautsprecher nimmt für seine Atmos-Sache, dann hat man hier tatsächlich eine gute Ortbarkeit. Das funktioniert. Also nicht nur, dass ich es von oben höre, sondern ich kann schon auch ziemlich gut hören, wo sich die Geräusche im Raum bewegen. Nicht ganz so gut, ne, wie mit direkten Lautsprechern, aber ich würde mal sagen, so 70-80% kommen wir da schon ran, was die Ortbarkeit betrifft. Und die tonale Qualität, die hängt sowieso immer von den einzelnen Lautsprechern selbst ab. 3D-Sound mit Dolby Atmos, mit DTS:X, das ist eine Sache, die macht einfach irre viel Spaß. Wenn ihr könnt, nehmt fest installierte Lautsprecher, die an der Decke entsprechend montiert werden. Wo man die genau montiert, in welchem Winkel etc., haben wir hier nochmal ein Video für euch. Das blenden wir gerade mal ein. Wenn ihr das nicht könnt, weil der Raum es vielleicht nicht hergibt, aus, ästhetischen Gründen, dann gibt es auch die Option, mit sogenannten Upfiring-Lautsprechern zu arbeiten. Aber dann bitte richtig machen. Achtet darauf, dass der Lautsprecher wirklich darauf ausgelegt ist, nicht nur ein einfacher angewinkelter Lautsprecher ist, sondern der soll schon die Spezifikationen erfüllen, die notwendig sind, um hier richtig Spaß zu haben. Und dann ist das auf jeden Fall nicht nur ein fauler Kompromiss, sondern eine Sache, die richtig Spaß macht. All diese Dinge gibt es natürlich bei uns, bei Heimkinoraum, online und natürlich im Laden mit der richtigen Beratung in einem Standort in eurer Nähe. Kommt also gern vorbei, vereinbart einen Termin, wir freuen uns auf euch im Laden. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal, macht es gut, ciao, servus und auf Wiedersehen.